Tja. So, ja. Also Rückwärtslauf für den Biga-Vorteig. Ja, jetzt haben wir die Brocke hier jetzt noch ein bisschen zerzupfen. Dann sollte das funktionieren. Also würde ich sagen, Test erfolgreich. Ja, gut, hier ist noch ein bisschen Mehl. Also das lasse ich jetzt noch mal kurz paar Runde laufen, aber ansonsten sieht es ganz gut aus.